Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich muss mal ganz kurz zwischengrätschen, bevor die richtige Folge überhaupt anfängt, denn die Videodatei dieser Folge war korrupt. Mein OBS hatte einen kleinen Fehler. Ich musste OBS jetzt neu installieren, damit alles irgendwie so ansatzweise neu funktioniert. Ihr seht schon, der Filter funktioniert auch noch nicht ganz von der Cam. Aber ich muss gleich los zur Arbeit, deswegen habe ich nicht groß Zeit, alles perfekt zu machen. Folgendes, wie gesagt, die Videodatei ist ein bisschen korrupt und ich muss das Ganze schnipselweise rekonstruieren, weil ich das Ganze in einem Rendervorgang nicht machen konnte. Ich habe gesehen, dass da extrem viele Fehler drin waren und ich habe das jetzt ansatzweise rekonstruiert, sodass man es gucken kann. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gucken, auch wenn es ein bisschen strange ist. Für die morgige Folge muss ich gucken. Ich habe nämlich zwei Folgen aufgenommen, ob die funktionieren wird. Ich habe jetzt aber keine Zeit mehr drüber zu gucken. Ich werde morgen drüber gucken. Und falls euch ja die Qualität dieses Videos quasi nicht gefällt, also wenn es unguckbar ist für euch, sagt mir einfach Bescheid. Dann werde ich morgen einfach die Folge ja löschen müssen und eine neue herstellen. Und dann fehlt halt ein kleines Stück vom Let's Play. Dann kann ich auch nichts ändern. Wie gesagt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der Folge. Ich habe heute ein neues Viech getroffen und genau deswegen war es mir wichtig, dass diese Folge auch immer noch da ist. Viel Spaß! Ja, moin Leute, euer Zero hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Mein Camp wurde anscheinend weggenommen. Warum auch immer. Was soll das? Ja, erstmal herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht. Ich brauchte diese Pause unbedingt, weil das mit den Kopfschmerzen nicht mehr wirklich gut ging. Und ich habe gemerkt dann, nee, ich habe eine Folge aufgenommen und die war so vollkommen lustlos, so vollkommen, ich muss das. Habe ich die Folge jetzt verbrannt. Stattdessen habe ich mich ausgeruht 2 Tage lang oder 3 Tage lang, besser gesagt. Ich habe eigentlich nur geschlafen. Ich habe das ganze Wochenende komplett durchgeschlafen. Mir geht's jetzt auch gut. Ich habe das Pflaster jetzt mittlerweile abgenommen. Jetzt könnt ihr quasi mit live miterleben, wie meine Verletzung langsam vor sich hin heilt. Ja, es wird aber besser, keine Sorge. So, was haben wir denn hier? Wir müssen übrigens unser Camp neu platzieren. Ihr habt es gerade gesehen. Wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt bei meinem Camp? Nee. Wieso wurde mein Camp umplatziert? Also ich weiß, dass ein fettes Update gekommen ist. Das muss jetzt mittlerweile draußen sein. Ja, was machen wir jetzt? Wieso bin ich jetzt hier? Ich war doch da unten irgendwo. Ach, guck mal da. Da müssen wir hin. Ja, dann gehen wir da halt dahin. Na! Ich wollte eine Markierung setzen. Ah, ist das bitter. Okay, ja, dann machen wir das zu Ende. Ist das jetzt hier in der Nähe? Ist das nicht in der Nähe? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Okay, gut. Nee, dann bin ich ja richtig. Dann bin ich richtig. Dann schließen wir jetzt auf jeden Fall den Test ab. Und wenn wir einen Platz finden, wo wir unser Camp aufstellen können, dann tun wir das auch. Sollten wir eigentlich so. Ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. Sollten so möglichst bald einen Platz finden. Dieser Platz wäre übrigens ganz cool. Leider ist hier schon jemand. Also nicht jemand, sondern ein NPC. Schade. Hier könnte man sich bestimmt gut sichern. Ich meine, ja. Das ist eigentlich eine richtig gute Stelle mit Wasser und allem drum und dran. Also rein theoretisch könnte ich auch hier aufbauen. Ach! Ich weiß, warum mein Camp nicht mehr platziert ist. Man kann jetzt den Boden unter sich planieren. Das werden wir auf jeden Fall nutzen. Ach, hier ist die Kirche. Mit dem Ungeziefer, ja? Kann man da reingehen?
Erstmal daneben schießen. Hallo? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Die Sachen gehören nicht mir, zumindest nicht mehr. Aber vielleicht geben sie dir ja die Geborgenheit, die ich verloren habe. Alter, ist das gruselig mit der Kirche. Ich finde Kirchen sowieso unheimlich gruselig. Obwohl Kirchen ja irgendwo so... ja, so ein Ort der Sicherheit sein sollten, finde ich ehrlich gesagt Kirchen gruselig. Gerade auch verlassene Kirchen. Da müssen wir rein. Oh, Pfeile. Mit Blut geschrieben. Ja, den folgen wir erstmal. Sieht auf jeden Fall ziemlich sicher aus. Ich hasse es, Schritte zu hören. Ach, da! Ja, ja. Okay, da, wir müssen dahin. Okay, was bringst du? Kontrollpunkt-Taste. Gehen wir erstmal hier ein bisschen rum. Gucken wir, wer testen die ganze Zeit die Kirche läutet. Kann ich die irgendwie ausmachen? Es ist ja grausam. Ich fühle mich so ein bisschen verfolgt wegen der Kirche. Oh, Telefon nehme ich. Hi. Ich habe schon mal besser gezielt. Ach, da ist er ja. Oh, Ventilator. Ja, gib's mir. Schreibmaschine. Nehme ich alles mit. Holobänder. Gucken wir uns gleich an. Und ich muss mal gucken, wie wir beim nächsten Level Up mal irgendwie, keine Ahnung, einen Schlossknacken-Skill dazu bekommen. Ich habe schon so viele Folgen produziert, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, diese komische Powerrüstung zu holen. Stufe 0 Schloss und ich krieg das nicht geknackt, ey. Na gut, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Interview mit Sprecherin Poole. Sprecherin Poole, warten Sie! Bitte! Bitte, ich brauche nur einen Moment. Was fehlt da noch? Tut mir leid, jetzt passt das gerade nicht, Miss Carter. Suchen wir immer noch nach Governor Evans? Stimmt es, dass Holbrook als stellvertretender Governor agiert? Nein. Die Nachfolgeregelung besagt eindeutig, dass der Sprecher über den Fraktionsvorsitzenden steht. Ich habe keine Zeit für... stimmt es, dass ein Zombie-Mob Rolf gegriffen hat? Was? Wer hat das... Nein, das waren von der Strahlung beeinflusste Leute. Viele von ihnen sind drüben im Krankenhaus. Die armen Seelen. Gibt es schon irgendeine Nachricht aus Washington, Ma'am? Sind wir immer noch im Krieg? Was ist mit den Mutationen? Und mit den Berichten von Leuten, die den Mottenmann gesehen haben. Okay, das reicht. Der Herald war eine ehrbare Zeitung und ihr seid dabei, ihn in den Schmutz zu ziehen. Dies ist eine geschlossene Sitzung. Marshall, sorgen Sie dafür, dass unsere Freundin hier nach draußen findet. Mottenmann, echt jetzt. Sie haben sie gehört. Geschlossene Sitzung. Keine Reporter. Oh, verdammt. Schön, aber es gibt Berichte über Leute, die den Mottenmann gesehen haben. Aha. Verschwinden Sie bloß, bevor ich Ihre Akquirierung zurückziehe. Okay, okay. Ich gehe ja. Schon gut. Wir sind wieder hier. Ich finde immer wieder an diesen Ort zurück. Ist das nicht schön? Ist das eine Leiter? Nein. Okay, wir haben hier noch das nächste Ding. Aber erstmal lesen wir das hier. Sam Blackwell und Quinn Carter, Verräter. Hätte unser einer einen Überfall aufgezeichnet und sich dann geweigert, Informationen über die Täter mit den Behörden zu teilen, säßen wir sofort im Gefängnis. Aber Quinn Carter ist auf freiem Fuß, obwohl sie einen Mann interviewt hat, der eines noch viel größeren Verbrechens schuldig ist. Unterstützen Sie die Gerechtigkeit und boykottieren Sie den Kauf des Charleston Herald, bis Quinn Carter wegen ihrer Beteiligung an einem Akt des
Verrats verurteilt wurde oder sie preisgibt, wo sich der Verräter Sam Blackwell und seine abtrünnigen Komplizen der Freien Staaten aufhalten. Bürger von Charleston gegen die Korruption. Redakteursterminal? Was war das? Automatisches Wahl. Wir müssen das automatische Wahlsystem wie unseren Augapfel hüten. Ich will die Namen aller Ingenieure, die behaupten, daran gearbeitet zu haben, und ihre Nationalität. Wenn auch nur ein Ausländer an amerikanischer Wahltechnik arbeitet, haben wir ein Problem. Warum? Referendum 6 erhält große Unterstützung von jemandem mit viel Geld. Die Regierung der gesamten Region automatisieren? Da hat doch Hornwright seine Hände im Spiel. Bringen wir solide Beweise. Sam Blackwell Artikel. Quinn, du weißt, dass ich immer hinter dir stehe, aber die Probleme, die wir wegen dieses Sam Blackwell Interviews bekommen, wachsen uns allmählich. Was? Wachsen uns allmählich über den Kopf. Mit ein paar wütenden Bürgern und Politikern würden wir ja klarkommen, aber ich bekomme Anrufe von ganz oben, Quinn. Und die nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie drohen nicht nur damit, uns hinter Gittern zu bringen. Kapiert? Harold hat noch nie eine seiner Quellen verraten. Und wir fangen auch jetzt nicht damit an. Aber du weißt... aber du hast ein Fadenkreuz auf deinem Rücken. So groß wie die Purple Mountains. Ich will, dass du dir eine Waffe zulegst. Ich mein's ernst. Und ich besorg dir ein paar Hotelzimmer. Schlaf nicht zweimal im selben. Schließ die Tür nachts ab und mach sie für niemanden auf. Habe ich das für das Event bekommen, was ich nicht angefangen habe? Ich glaube schon. Ich bin William Breyer, Enthüllungsjournalist beim Charleston Herald. Ich stehe gerade vor dem Sicherheitszaun einer der Anlagen von Hornwright Industrial, die in den letzten Monaten in der Gegend errichtet wurden. Ich Antworten zu etwas zu erhalten, was in gewissen Kreisen als das Hauptaderprojekt bekannt ist. Könnte das die Antwort sein, nach der die Familien der hiesigen Bergarbeiter gesucht haben? Eine Reihe neuer Bergbauprojekte, um die Wirtschaft in der Region neu anzukurbeln? Oder könnte es sich um neue Giftmülldeponien handeln, die den Boden unter unseren Füßen verseuchen, wie es einige Umweltschutzgruppen vermuten? Zumindest kann der jüngste Anstieg seismischer Aktivitäten nach Meinung hiesiger Experten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diesen Anlagen zugeschrieben werden. Und nun bin ich hier, um mir selbst anzusehen, was wirklich vorgeht. Ich habe gerade ein kleines Loch in der ersten Reihe von Zäunen gefunden. Die Sicherheitsmaßnahmen sind extrem. Stacheldraht, bewaffnete Wachen, wie in einem Kriegsgebiet. Ich gehe über eine kleine Anhöhe und... Ach, heilige Mutter Gottes! Die Erde bebt und... Meine Güte! Was... Was ist das? Hey, sieh da! Das ist ein Privatge... Scheiße! Das ist dieser Reporter! Verdammt! Er hat eine Waffe! Waffe? Moment, das ist keine... Oh, oh! Läuft er da, weißt du, mit einem Mikrofon durch die Gegend? Und dann wird er erschossen, weil alle glauben, dass es eine Waffe ist. Okay. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. Kann sich mal erschießen lassen für ein Mikrofon. So, und jetzt das besagte Interview. Teil 1. Okay, die Aufnahme läuft. Vielen Dank nochmal, dass Sie mich kontaktiert haben. Ich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt, dass Ihr Brief keine Fälschung war. Natürlich, Miss Carter. Ich hoffe, die Reise war nicht zu beschwerlich. Es war eine neue Erfahrung. Ich bin es nicht gewohnt, Interviews mit einem Sack über dem Kopf zu beginnen. Ich kann wohl froh sein, dass es kein dummer Scherz war. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Nicht aufzufallen ist für meine Familie und mich mittlerweile eine Notwendigkeit. Wie kommt das, Senator? Warum haben Sie Ihre Stellung so plötzlich aufgegeben? Ich hielt das für die einzige Möglichkeit, meine Familie zu beschützen, Miss Carter. Aber seitdem ist mir klar geworden, dass ich andere Leute, die mir viel bedeuten, in großer Gefahr allein gelassen habe. Ich hatte gehofft, dass Sie mir helfen könnten, das gut zu machen. Was meinen Sie damit, Senator? In den Hallen der Regierung sind finstere Mächte am Werk.
ich und die der Freien Staaten wollen nicht mehr länger an den verwesenen Leichnam dieser Nation gekettet sein. Und alle, denen ihr Leben etwas wert ist, sollten es uns gleich tun. Den Bürgern der Vereinigten Staaten bleibt nur noch eine Wahl. Sie müssen sich selbst durchschlagen. Packen Sie nur das Nötigste und hauen Sie ab. Und zwar schnell. Das Ende naht, Miss Carter. Und wenn es soweit ist, hat Ihre Regierung kein Interesse daran, für Ihre Sicherheit zu sorgen. Okay, den zweiten Teil gucken wir uns gleich nochmal an. So, Achtung, Feuerteufel, Bewerber! Solltet ihr euch noch nicht für die Prüfung registriert haben, kommt zur Feuerwache Charleston und meldet euch beim diensthabenden Captain. Okay, maximal 3 Minuten. Prüfung der körperlichen Leistungseinleitung. Okay. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Okay. Dann machen wir direkt mal Teil 2 an. Finstere Mächte? Das Ende naht? Senator, Sie nehmen hier große Worte in den Mund. Haben Sie Beweise für all das? Ich versichere Ihnen, Miss Carter, das ist kein wirres Weltuntergangsgerede. Meine Informationen stammen aus verlässlichen Quellen. Und ich soll Ihnen das einfach so glauben? Das müssen Sie, Miss Carter. Ich will Leben retten, aber nicht weitere aufs Spiel setzen, indem ich meine Quellen preisgebe. Senator, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber es klingt, als würden Sie Panik verbreiten wollen. Und ohne Beweise will ich damit nichts zu tun haben. Mir wurde außerdem streng mitgeteilt, dass Sie kürzlich mehrmals dabei gesehen wurden, wie Sie einem gewissen Neurologen in Charleston... Es geht hier nicht um meine Gesundheit, Miss Carter. Um Menschenleben, die Exekutive, die Leiter der Industrien, selbst das Landwirtschaftsministerium. Ich habe Ihnen in die Karten geblickt und Sie haben meine Tochter und mich bedroht. Unser Leben ist Ihnen nichts wert. Wir können nur überleben, indem wir uns ausklinken. Ich bitte Sie nur um eins, dass Sie diese Nachricht verbreiten. Ich wollte Sie wirklich nicht beleidigen. Aber verstehen Sie doch, wie das Ganze aus meiner Perspektive klingt. Das verstehe ich natürlich. Aber es ist ein Thema. Müsste ich eine letzte Frage stellen? Wenn Sie dann meinem Wunsch nachkommen... Gerne. Sie haben Ihr Amt noch nicht offiziell niedergelegt. Haben Sie das denn vor? Sehen Sie dieses Interview als offizielle Rücktrittserklärung. Machen Sie es überall bekannt, Miss Carter. Ich wünsche mir nur, dass Sie gleich zeigen würden, meine Tochter und ich haben viel zu tun. Schließlich sind wir ganz auf uns allein gestellt. Was ist das? BTF? Was war das? Egal. Ich bin hier. Mehr muss man nicht wissen. Kontrollpunkt aktiv zum Start. Okay, wenn ich mich jetzt beeile, dann schaffe ich das noch. Ich weiß nicht, wo das Ding hin ist. Ist mir auch egal. Oh nein, ich habe 22 Sekunden habe ich noch. Eieieiei. Ich dachte, ich töte das mal fix, weißt du, und dann, ja, kein Schaden, cool, ne? Okay, wieso ist da ein Turret? Wo ist das aktiv? Quest fehlgeschlagen. Was ist das? Gehört das einem anderen Spieler? Terminal? Zeug. Okay. Wenn ich schlafe, kriege ich Leben zurück. Ja, so. Gucken wir mal. Habe ich hier nichts zu trinken rumliegen? Schade. Ich kriege TP zurück. Aber nicht wirklich viel. Aber besser als gar nichts. Was war das für ein komisches Viech? Ja, cool. Du bist ein Sumpfkretz. Ist das geil. Egal, ich habe noch ein Heilmittel drin. Das ziehen wir uns gleich rein. Dann passt das schon. Ja. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Der ist jetzt Stufe 14.
Ich hab den nicht tot gekriegt. Gut, ich hatte jetzt nur meine 10mm rausgepackt und meinen Revolver. Aber wir müssen, eigentlich müssen wir langsam mal an unseren Waffen wieder rumschrauben. Ach Gott. Naja, komm, das reicht. Nee, das können wir mit Essen und so auch tun. Ich leide an Sumpfkrätze. Er ist geil, ey. Ja, Okay, Responder. Eine Frau namens Melody ist aufgetaucht. Sie sagte, dass sie von den Respondern kommt. Sie wollte wissen, ob einige ihrer Auszubildenden meine Straße für einen Hindernislauf nutzen dürften. Als ob es eine nachbarschaftliche Zusammenkunft wäre. Das sind Verrückte. Versuchen nach der Flut immer noch in Charleston zu operieren. Aber da sind sie wohl in guter Gesellschaft. Ich bin ja schließlich auch noch da. Wenigstens werden meine Geschütztürme die Kreaturen fernhalten, während es auch immer sie tun müssen. Ja, ich werde bestimmt nicht das Geschütz ausschalten. Okay. Wir gucken uns mal unsere Waffen an. 55 Schaden ist eigentlich schon nicht schlecht, ne? Weil die ist kaputt. Wieso machst du 66 Schaden? Nehme ich dich erstmal. Okay, gehen wir kurz zurück. Dann ignorieren wir dieses Mal das Viech. Und laufen an ihm vorbei. Wenn wir ihn denn wiedersehen. Hä? Guten Tag! Ja, also ich merke schon, wir müssen eigentlich mal was für unsere Waffen tun. Ich habe ja gehofft, dass wir irgendwie mal eine gute Waffe finden, die wir dann verbessern können, aber wir haben bisher jetzt. Ja. Die Schonone oder was auch immer ist. Die müssen wir eigentlich aus unserem Inventar zu Hause holen. Aber die würde ich halt für PvP nutzen, ne? Also. Ah. Oh, rein, Junge. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Ein guter Zeitpunkt, um keine Ausdauer mehr zu haben. Das ist kein guter Gegner. Das ist kein guter Gegner. Was geht denn hier ab? Kontrollpunkt aktiviert. Rückkehr zur Straße. Oh shit. Ja gut, ich lasse euch mal. Ich habe Dinge zu tun. Und ich laufe wieder an diesem Scheißsack vorbei. Ich meine, wozu laufe ich denn den richtigen Weg? Bin ich so ein guter Mensch, dass ich echt den richtigen Weg laufen muss? Oder wollte ich mir selbst irgendwas beweisen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir müssen eigentlich nur wieder da hoch. So, die Kampfmusik kann übrigens enden. Dankeschön. Bitte. Komm schon. Viel zu laut. Apropos viel zu laut. Wieso stelle ich sie nicht einfach runter? Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. So. Herzlichen Glückwunsch, Bewerber. Greifen Sie bitte auf das Terminal zu, um die letzte Prüfungsunterweisung zu aktivieren. Easy. Achtung, Feuerteufel! Aha. Okay. Abschlussprüfung einleiten. Hallo Bewerber. Hier spricht Melody Larkin, Captain der Feuerteufel. Glückwunsch, du bist schon weit gekommen. Bis vor kurzem hätten wir dich als letzte Prüfung durch einen einfachen Bergwerksbrand geschickt. Aber heutzutage haben wir Wichtigeres zu tun. Die verbrannten Bestien strömen durch den Big Ben-Tunnel und lassen sich weder von tödlichen Dämpfen noch von Gluthitze aufhalten. Jemand muss dem ein Ende setzen.
Und die Feuerteufel sind die einzigen, die dafür über die nötigen Kenntnisse und Mittel verfügen. Als Abschlussprüfung durchläufst du also einen von unserem Lieutenant Madigan erdachten Parcours, auf dem du lernst, wie man diese Verbrannten erlebt. Begib dich zum Belching Betty Schacht, wenn du bereit bist. Unser Betreuer Bot Bernie wird dich einweisen. Wenn du lebend und als Mensch zurückkehrst, bist du dabei. Ja, geile Nummer. Oh! Nein! Bitte nicht! Was willst du denn von mir? Genau. Töte die. Lass mich in Ruhe. Hat er mich jetzt ernsthaft verfolgt? Die ganze Zeit. Wir müssen auf jeden Fall nächste Folge wie mal gucken, dass wir uns irgendwo aufbauen. Wie wär's mit dir? Direkt neben den komischen Klumpen, der mich verfolgt. Oh. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus hier, ne? In Ash Heap hat die furchtbare Saison begonnen. Was für eine furchtbare Saison? Die fruchtbare wahrscheinlich. Das hier könnte eigentlich sogar ein guter Ort sein, um sich häuslich niederzulassen, ne? Vielleicht sogar direkt hier oben. Hm. Wir gucken mal ganz kurz. Ich weiß nur jetzt noch nicht, wie das mit dem Plantieren aussieht. Vielleicht laufen wir mehr in die Richtung erstmal. Ich fürchte, treffen wir auf Gegner, die wir nicht sehen wollen. Von daher ist das vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass wir erstmal unsere Basis aufbauen. Und dann schauen, wie es dann weitergeht. Ich würde tatsächlich gerne an so einer Mauer bauen. So irgendwo, wo man nicht schlecht kriegen kann. Okay, hier ist Gift. Es ist keine gute Idee, sich hier niederzulassen. Vielleicht sollten wir uns irgendwo niederlassen, wo man noch überleben kann. Das ist ein Gebäude und kein Parkplatz, ne? Ja, ich wäre halt gerne, sehr, sehr gerne an so einer Wand dran. Und am besten an einer Stelle, wo ich nicht sterbe. Hier haben wir auch einen guten Ausblick. Weil hier sind nicht so viele Bäume, die uns den Weg versperren. Wir können Gegner recht frühzeitig erkennen. Aber wir sind jetzt an unserem Ziel vorbeigelaufen. Das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hier. Gucken wir mal. Das hier scheint eine gute Stelle zu sein. Okay. Wir haben unser Camp verlegt. Wir verlieren kein Leben. Das ist schon mal sehr gut. Hallo, ich möchte mein Camp bauen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, sein Camp hier aufzubauen. Hatte man nicht...
die Ebene. Keine Ahnung. Jetzt ungern alles aufbauen. Ach, Spiel. Warum machst du es einem so schwer? Ich dachte, man kann plantieren mittlerweile. Besuche markieren, was? Ich finde nichts für Modifikation wechseln. Ja, gut. Lego Mio. Dann suchen wir uns einen anderen Platz. Ist das ärgerlich. Also nicht nur so ein bisschen, sondern richtig ärgerlich. Na gut, Freunde. Werden wir einen Platz finden, an dem wir uns wohlfühlen? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal in der nächsten Folge weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.